Gut, das hat noch ein bisschen Zeit. Ein aufstrebender Sucher. Ich liebe es immer wieder, dass es hier diesen Perk gibt, dass man mit dem Wiederherstellungszauber auch Ausdauer wiederherstellen kann. So, dann mit dem Dremora-Lord in der Hand auf nach Kapitel 4. Bin ja gespannt, ob es hier dann auch wieder 5 Kapitel gibt oder ob es dann immer ein Kapitel mehr gibt. Oder ob das unterschiedlich ist. Keine Ahnung, ist jetzt auch vollkommen egal. Ein Save einlegen. So. Bäh. Die Alduin Akator Stichotomie. Was ist denn das, bitteschön? Überragenden Schmiedekunst. Ja, damit. Ich glaube, ich rufe mal unseren treuen Händler hier. Habe ich ja hier drinnen. Den Schwarzmarkt. Ihr habt viele Dinge, die ich kaufen möchte. Ja. Ich bin mir sicher, dass wir uns handelseinig werden. Immerhin hat der mal andere Sprüche drauf und nicht immer, was verkauft ihr? Die besten Waffen und Rüstungen. So, Bekleidung. Den Ring um die Eier behalte ich natürlich. Das behalte ich auch. Das kannst du... Ach komm, ich verschenk's dir. Ich krieg so viel von diesem Rotz. So, irgendwelche Waffen noch, die ich verkaufen will. Wiegen diese Riekling-Speere eigentlich was? Nee, die wiegen nix. Rolle der Harmonie. Na, Bücher habe ich jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge. Hui! Zauberbuch, genau. Sucher beschwören. Das könnte ich mal... Ah, süßes Reich des Vergessens. Schon bald werde ich zurückkehren. Ja, ich frage mich ja ernsthaft, was der eigentlich mit meinen Sachen dann macht. Gut, das war doch jetzt schon mal sehr erfolgreich, der Verkauf. Ja genau, wegen den Büchern wollte ich jetzt nochmal schauen. Schriftrollen. Bücher. Jetzt mal die ganzen Zauberbücher durchprobieren. Ja, die Schnellheilung kann ich schon. Ah, Sucherbeschwören konnte ich noch nicht. Magierlicht, Hellsehen, Heilung, Flammen, Eichner, Besänftigen. Okay, sehr schön. Wir haben ein paar Zauber gelernt. So, mein treuer Begleiter. Wow. Verbriefter Scharfsinn. So, speichern, bevor wir es öffnen. Oh. Alle, die es nach Wissen dürstet, kommen früher oder später zu mir. Was wollt ihr von mir? Ihr habt mein Reich betreten. Ihr sucht das verbotene Wissen, das bislang nur ein anderer erhalten hat. Tja. Ihr seid ein Drachenblut, genau wie Mira'ak vor euch. Ihr sucht Wissen und Macht. Ja, ich bin gekommen, um Mira'aks Geheimnisse zu erfahren. Alles, was er weiß, weiß er von mir. Ich weiß, was ihr wollt.
euch die Welt mit eurer Macht als Drachenblut gefügig machen? Nein, eigentlich nicht ganz, aber ich lasse es nicht mal glauben. Hier habt ihr das benötigte Wissen. Auch wenn ihr nicht wusstet, dass ihr es brauchtet. Das zweite Wort der Macht. Benutzt es, um euch die Sterblichen gefügig zu machen. Aber das reicht noch nicht. Mira'ag kennt das letzte Wort der Macht, ohne dass ihr ihn nicht übertreffen könnt. Mira'ag hat mir gut gedient und wurde dafür belohnt. Ich kann euch dieselbe Macht verleihen, aber jedes Wissen hat seinen Preis. Und wie lautet euer Preis für das letzte Wort der Macht? Gold? Wissen gegen Wissen. Na, dachte ich mir fast. Die Skal haben mir ihre Geheimnisse über viele lange Jahre verwehrt. Es ist an der Zeit, dieses Wissen in meine Bibliothek aufzunehmen. Was mache ich, wenn die Skal mir ihre Geheimnisse nicht preisgeben wollen? Mein Diener Mira'ag hätte einen Weg gefunden, mir das zu bringen, was ich will. Auch ihr werdet einen Weg finden, wenn ihr ihn übertreffen wollt. Schickt mir den Schamanen der Skal. Er hütet die Geheimnisse, die bald mir gehören werden. Ja, das ist natürlich jetzt sehr unsexy, dass wir da unsere Leute verraten müssen. Was muss ich denn jetzt machen? Mit der Macht, das ist ein Schrei unerbittliche Macht, verursacht mehr Schaden und kann Gegner auflösen. Okay. Unerbittliche Macht ist sowieso geil. Wenn ihr den Schrei Feueratem einen Gegner tötet, erhebt sich aus der Leiche ein Feuerdrache, der 60 Sekunden lang für dich kämpft. Okay, Frost. Naja, ich nehme das mit den Fusrodar hier verstärken. Macht des Drachenblutes. Verursacht mehr Schaden und kann Gegner auflösen. Haha! Müssen wir aufpassen, dass wir nicht aus Versehen wieder unsere Verbündeten umschreien. Das wäre sehr ärgerlich. So, dann mal zurück nach Solstheim. Ich dachte mal, es heißt Solstheim. Was ist passiert? Was habt ihr gesehen? Jeder macht beim Lesen dieser Bücher ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe gelesen, dass du ein Gay bist. Dafür erscheint ihr mir noch erstaunlich normal. Was hat er gesagt? Er muss etwas von euch gewollt haben. Er wollte die Geheimnisse der Skal im Austausch gegen das dritte Wort und den Poposex. Ach, welche Geheimnisse können Sie schon vor dem alten Mora verbergen? Klingt wie ein gutes Geschäft. Hermeus Mora lernt ein paar faszinierende neue Methoden zum Häuten eines Horkers, während ihr zum zweitmächtigsten Drachenblut aller Zeiten werdet. Nun, das gibt mir sehr zu denken. Ich muss zurück nach Telmetrin. Ich habe ein paar Ideen, wie wir noch mehr von diesen schwarzen Büchern aufspüren können.
Okay. Hi, Jordis. Bin immer noch da. Das ist schön. Mir geht vor, ich folge. Das ist noch besser. So, hier brauche ich jetzt ja erstmal meinen Dremora-Fürst nicht mehr. Hier kann ich jetzt die Sammeln-Fertigkeit wieder benutzen. Habe ich jetzt eigentlich diese coolen Würfel noch? Nee, schade. Die hat er mir alle geklaut. Beziehungsweise die sind unten im Pumpenraum. Alles klar. Gut, dann schauen wir gleich mal, was unsere nächste Aufgabe ist. Rieklinge mögen klein sein, doch sie greifen in Schwärmen an und können im Nahkampf furchterregende Gegner sein. Sie wurden dabei beobachtet, mit gezähmten Wildschweinen in den Kampf zu reiten. Die Kaiserlichen leben in Cyrodiil, dem weltoffenen Herzland des Kaiserreichs. Das, ja. Bei Elder Scrolls Online, ja, das heiß umkämpfte Gebiet wird. So, dann probieren wir es mal. Naja, ihm hat jetzt nicht wirklich viel Schaden gemacht. Er hat aber einen Namen und Drachen, die Namen haben, das hat meistens was zu bedeuten. Das heißt, der ist nicht zufällig hier, der hat uns erwartet. Er hat wahrscheinlich der Mira-Ark geschickt. Er ist aber Gott sei Dank nicht allzu stark. Ja, ja. Soll er versuchen, sein Yuna-Aber sollst du ihn fortzusetzen, aber du wirst es nicht mehr erleben. Dieses Mal nicht. Verpiss dich! Also, bis ich ihn besiegt habe, darf ich keine Drachen mehr töten. Ich verstehe schon. Ich gebe euch Deckung. Ich stehe zu eurer Verfügung. So, sonstiges. Dann mal los. So, was ist denn jetzt überhaupt unsere... Ach, Schmann. Was ist denn jetzt unser Job? Der Waldmensch spricht mit Storn. Okay. Finde einen neuen Diener oder eine neue Dienerin. Varunas sterbliche Überreste auf der Straße von der Aschenburg getötet. Nun will Nelot, dass ich in Rabenfest einen neuen Diener für ihn finde. Na gut. Kann mich mal. Den Diener suchen wir ihm vielleicht später. Jetzt reisen wir erstmal zurück nach Skaldorf und reden da mit dem Oberschamanen. Knochenrüstung ist eine Rüstungsart der Dunmeer, die sie aus Knochen und Harzen hergestellt. Die aus Knochen und Harzen hergestellt wird. Ja, wir haben jetzt so eine coole Nordrüstung, die ist auch recht geil. Das Tragen schwerer Rüstungen oder der Gebrauch schwerer Waffen macht dich langsamer. Aber dafür auch zäher. Man hält deutlich mehr aus im Nahkampf. Und da ich ja gern so jemand bin, der sich mal mitten ins Nahkampfgetümmel stürzt. Beor, beruhigt euch. Ich bin mir sicher, dass es einen guten Grund gibt, warum Baldur uns verlassen hat. Da stimmt etwas nicht, Fanari. Ich fühle es in meinen Knochen und rieche es in der Luft. Baldur würde nicht weggehen, ohne es jemandem zu sagen. Macht euch keine Sorgen, Deor. Möchtet ihr schon graue Haare haben, bevor ihr 40 Winter erreicht? Mein Herz wird schwer bei dem Gedanken daran, dass ihr mir nicht glaubt, Fanari. Baldur könnte in Gefahr sein und ihr tut nichts. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann werde ich den Altschöpfer bitten, jemanden zu schicken, der das kann. Tja. Als Anführerin des Gal ernenne ich euch zum Freund unseres Volkes. Ihr seid hier willkommen. Ich habe ein paar Nord aus Himmelsrand getroffen. Sie halten uns für merkwürdig. Doch ich glaube, dass wir im Herzen gar nicht so verschieden sind. Schön. Kann ich den Skal irgendwie helfen, wenn wir schon dabei sind? Nachts stehlen Banditen manchmal unser Essen. Sie glauben, dass das einfacher ist, als selbst auf die Jagd zu gehen. Es wird gefährlich sein,
Aber wenn ihr diese Diebe erledigen könntet, wären wir euch äußerst dankbar. Natürlich, ist so gut wie erledigt. Dann möge euch der Allschöpfer die Stärke eines mächtigen Bären verleihen und euren Willen fest wie Stein werden lassen. Also gut. Dann sage ich nur sammeln! Na ja, das wird dann gleich mal ganz melodramatisch. So, hallo Storn. Also sind die Drachen zurückgekehrt. Nun, die Skal haben Schlimmeres überlebt.